Frühaufsteher. Nochmal Umdreher. Zur Arbeitssprinter, Automaten-Ginker, Kita-Abholer und Haushaltmacher. In einen vollen Tag passt keine komplizierte Bank. Lilasets, die praktischen Kontolösungen für Sie. Valiant, wir sind einfach Bank. Ja, alle, die schon eingeschaltet haben, herzlich willkommen hier beim Murten Open 2022. Grosser Viertelfinaltag. Ich habe vorher ein Exhibition erlebt zwischen Dino Raciga, der hier im Club spielt, und der Angelina Hug, unserer allerbesten Spielerin vom Club, kann man so sagen. Genau, Nummer 1 vom Club von den Damen. Sehr ein schöner Match gewesen. Sie haben 2 Sätze auf 4 Games gespielt. Und haben sich nichts geschenkt. Ja, und der Grund war, dass ihr das Halbfinale leider ausgefallen ist. Sie ist somit kampflos im Finale von morgen, Angelina Hug. Nicht ganz kampflos. Sie hat heute einen Match gehabt. Stimmt, genau. Aber nur einen. Und hat sie gewonnen heute. Merci für das Korrigieren von dem. Das ist tipptopp so, Nadja. Wir kommentieren heute den Match, der jetzt kommt zwischen Daniel Valente und Usilu Sascha. Wir werden die Nummer 24 auf dem Platz sehen, die eine super Saison hinter sich hat, gegen einen aufstrebenden, kann man sagen, N4-Spieler. Genau, er war bei der letzten Klassierung schon N4, gewesen, 125, hat sich vorgekämpft und ist jetzt N4, 89. Bald geht's los, die Spieler sind noch nicht ganz so weit. Wir haben vorher das Feld gesehen, putzen nach dem Exhibition. Die Linien sind noch nicht gemacht, also es dauert sicher noch ein paar Minuten, bis hier losgehen kann in Murten mit dem Viertelfinalspiel vom unglaublichen Tableau für uns Murtner. He? Genau, und wir haben eine wunderbare Kulisse. Wir haben einen ganz schönen Sonnenuntergang gehabt. Glücklicherweise haben wir auch tipptopp Wetter. Regenradar hat heute noch angezeigt, dass es kurz vor der 6. kommt zu regnen und kurz vor der 7. auch nochmal. Aber wir sind wirklich verschont geblieben. Alles angerichtet für Tennis. Abend, ja, daheim, aber auch hier auf Platz. Viele Leute, die sich jetzt gerade am Verköstigen sind. Und wenn ihr daheim seid, auch gut. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, etwas zu holen. Ein Bierli, ein Popcorn. Glas Wein, Popcorn. Bis es dann losgeht hier. Auf Platz. Der Jonas Sebischer, der läuft jetzt bereits auf dem Terrain um. Unser Chef sozusagen von diesem Turnier. Er schaut wieder, ob alles immer noch korrekt ist. Und es ist es. Der Platz, die Platzverhältnisse sind sensationell. Die Platzverhältnisse sind wirklich sehr, sehr gut. Ich habe heute von ein paar Spielern gehört. Platz 1, Platz 2, wo alle Wetterplätze sind seit letztem Jahr, sind wirklich top. Sie haben sehr Spass hier zu spielen. Sie sind auch super organisiert. Was wollen wir mehr? Das ist so. Was ein bisschen pechisch war, ist eben das Wetter. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt nicht das Halbfinalspiel sehen, sondern erst das Viertelfinal. Umso besser für morgen, weil morgen ist dann Halbfinal und Final. Also dann auf Platz kommen, grandios. Eintritt frei zu Murten. Man kann wirklich Tennis live sehen, direkt, ohne dass man etwas zahlt. Ganz nach. Und das muss man wirklich mal erleben. Auf Platz gehen die Bälle noch viel schneller als im Fernsehen. Wieso schnell? Weil es einfach so klebt und macht. Vielleicht hast du mal können, zum Beispiel den Federer live gesehen? Ja, ich habe den Roger mehrmals live können sehen. Ich war sogar Ballgirl gewesen, früher in Gstaad. Ich habe dann Davis Cup gegen Holland war es, wo ich sowohl beim Stan auf dem Platz gestanden bin, aber auch beim Roger. Und dort musst du auch also sagen, die Bälle fliegen viel schneller als im Fernsehen, nicht? Ja, also wenn man Tennismatch live sieht, dann sieht man mal, wie schnell die Bälle geschlagen werden. Im Fernsehen sieht es natürlich ein bisschen langsamer aus, aber es ist ja Tatsache, dass es genau gleich schnell ist. Aber in live sieht es einfach ich probiere einfach möglichst viele Leute zu mobilisieren, für hier auf Platz zu kommen, weil es hat eine wunderschöne Kulisse natürlich hier in Murten und es hat bequeme Stühle, ein super Catering, Piaggio Bar darf man natürlich nicht vergessen und
Ja, das ist einfach für einen Sonntag, für einen schönen Tennissonntag ist hier morgen der optimale Ort. Das ist ja so. Schon heute Abend, also alle, die innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten zu Murten sind, nehmen das Auto, nehmen den Zug, nehmen das Velo, kommen daher. Heute Abend, nach dem letzten Match, findet dann noch eine Party statt auf der Anlage. Mit dem DJ Romelu. Jetzt habe ich gerade gesehen, auf dem Platz 2 laufen die anderen Viertelfinalisten rein. Wenn mir das recht ist, hinter wird natürlich auch gespielt, für euch nicht ersichtlich, aber wichtig ist, weil dort der Gegner ausgespielt wird. Vom jetzigen Viertelfinal. Und der Match of the Day, der findet schon gleich statt zwischen Sascha Usilou und dem Daniel Valente. Die Linien werden gemacht, also es sieht aus, als würden die Spieler in Kürze auf das Feld gehen. Ballgirls und Ballboys haben sich heute am Nachmittag schon eingewärmt, haben nochmal einen Probematch gemacht, haben das super gemacht. Auch schon gestern waren sie im Einsatz gewesen, bei diesem Match of the Day. Und es ist schön, ihnen zuzuschauen, wie sie motiviert sind. Genau, der Nachwuchs von Murten, der Tennisnachwuchs, der lebt. Und in diesem Moment kommen sie rein, unsere zwei, wie soll man sagen, Kampfmaschinen von diesem heutigen Abend. Wir sehen auf der einen Seite der Daniel Valente, der Favorit. Genau. Auf der anderen Seite der Usilou Sascha, der Herausforderer. Jahrgang 03 und der Daniel Jahrgang 95. 27 zu, das macht in dem Fall etwa 19, ja? Auch jung gegen ein bisschen erfahrener. Also, es ist immer schön, wenn die Jungen die Erfahrenen herausfordern und eigentlich nicht Favoriten sein. Und genau das wird heute der Fall sein. Ein aufstrebender Tennisspieler gegen doch schon ein bisschen erfahreneren 27-Jährigen, der schon recht viel in seiner Tenniskarriere erreicht hat. Er hat früher viel, viel mehr gespielt als jetzt. Er hat auch Tennis in Amerika gespielt. USA College Tennis. Er hat in Nashville gespielt, ist jetzt zurück. Ist mittlerweile im vierten Jahr, im Studienjahr vom Medizinstudium und spielt daneben tatsächlich wirklich noch viel Tennis. Chapeau, für dass er das alles unter einen Hut bringt und noch auf diesem höheren Niveau kann Tennis spielen. Ja, wir haben vorher ihn bei uns gehabt und haben noch ein bisschen mit ihm reden. Auch dort war er ein bisschen wehmütig. Er hat gesagt, es sei sein letztes Turnier, bevor das Studium wieder ja, einfach voll intensiv für ihn wird der Alltag prägen und darum freut er sich umso mehr, jetzt hier nochmal dürfen anzutreten auf unserem Center Court. Und wer weiss, er wird sicher das Turnier gewinnen. Wenn es das Letzte ist, dann ist es sicher noch mal motivierender, um zu sagen, so, ich bin da, mein letztes Turnier, ich will es gewinnen. Genau, und jetzt kommt das Foto vor dem Match zwischen diesen zwei ja, wirklich coolen Tennisspielern. Ihr könnt euch freuen auf attraktives Tennis, auf Sandplatz-Tennis, auf lange Ballwechsel, auf viel Topspin. Es wird wirklich vom Feinsten. Ich habe vorhin mit Daniel geredet und habe ihm gesagt, mir wird es manchmal so Sturm, wenn sie so lange Ballwechsel haben. Dann hat er gesagt, ich verspreche dir, ich gebe mir Mühe, nicht lange Ballwechsel zu haben. Mal schauen, ob er sich daran hält. Aha, bin ja so gespannt. Er hat auch gesagt, dass sein Schwarz-Labrador daheim vor dem Fernseher hockt und jeden Match von ihm verfolgt. Also, wir sind gespannt, was er heute dort daheim ja, so für Geräusche abgibt. Sind es mehr positive oder doch mehr knurrende Geräusche? Können wir leider nicht kontrollieren, aber wir ja, haben Freude, dass dort sogar sein Haustier mit dabei ist. Hoffen wir, dass er nicht bei jedem Punkt bauen vor Freude. Ich muss ehrlich sagen, vom Sascha Usilou weiss ich selber noch fast nichts. Ich habe ihn vor 2-3 Wochen gesehen an einem anderen Turnier in Bern am Wollensee Cup. Auch ein super gutes Turnier, wo er super gespielt hat. Ich behaupte, er ist bis ins Halbfinale gekommen. Er hatte einen langen Match gehabt, an einem Abend bis fast vor Mitternacht hat er gespielt. Dort ist mir aufgefallen, weil er eben eine schöne Technik hat, einen extremen Kampfgeist, extrem konzentriert ist und man merkt, er kämpft, er will gewinnen. Und er hat einen Zwillingsbruder, der auch Tennis spielt, der auch hier im Murten Open spielt und fast genau gleich klassiert ist wie er. Sein Zwillingsbruder, auch der ist noch drin. Genau, der Hugo, er ist N4
79, also er ist ein bisschen besser klassiert. Sie haben in offiziellen Turnieren jetzt mittlerweile 3-mal gegeneinander gespielt. Man hofft natürlich aus Geschwisterteam immer, dass man nicht gegeneinander spielt. Sie haben es 3-mal geschafft und der Sascha führt in der Statistik. Er hat 2 Direktbegegnungen gewonnen gegen seine Brüder und eine hat er mit WO gewinnen. Wann würden sie gegeneinander kommen? Weißt du das auswendig? Erst im Finale. Ja, das wäre auch etwas. Mit dem Zwillingsbrütsch mal im Finale zu stehen. Bei einem der schönsten Turniere, was es gibt. Genau. Stellen wir es schwierig vor für die Eltern. Wem hilfst du? Das ist so. Ich hatte früher sehr viel gegen meine Schwester im Tennis. Und die Eltern haben immer gesagt, ja, ist noch schwierig. Schau, wir sind niemand. Wir wollen einfach, dass es einen guten Match gibt. Haben sie nicht gesagt, die Hilfe dem, der abgewaschen hat daheim und das Ämter besser macht? Nein, so? Nein. Nicht? Nein. Ja. Definitiv nicht. So, sie sind mittlerweile am Einspielen, sie sind am Servieren. Geht noch knapp 2 Minuten und dann startet der spannende Match. Daniel lacht schon, sieht ganz locker aus. Wir sehen, dass es sich richtig freut, hier zu spielen. Auf diesen ziemlich neuen Plätzen, Allwetterplätzen, wenn ihr in der Region daheim seid, dann unbedingt mal hier ein paar Bälle spielen, weil sie sind absolut top. Wirklich, wir haben hier ein riesen Glück dürfen, einen schönen Club zu sein mit 6 Tennisplätzen, schönen 4 Sandplätzen und 2 Allwetterplätzen. Und dass jetzt die besten Spieler von der Schweiz sogar hier drauf spielen, oder von den besten, ist natürlich für uns Murtner eine besondere Ehre. Das ist ja so. Zudem haben wir ein schönes Clubhaus, wir haben noch eine Tenniswand zum Spielen, wir haben noch ein kleines Kinderfeld ganz hinten, wo auch häufig benutzt wird. Wäre natürlich schöner, wenn es noch mehr gebraucht wird. Also wir laden euch alle herzlich ein. Kommt auf Murten, kommt mal, probiert Tennis spielen, wenn ihr die Sportart noch nicht kennt. Wir haben sehr häufig im Sommer sowohl Kindertraining, aber auch Erwachsenentraining. Meldet euch, wir können euch da weiterhelfen, dass wir euch Tennis, die wunderbare Sportart, näher bringen können. So, wir kommen zu den Aufschlägen, das ist immer noch der Abschluss vom Einspielen. Und das bedeutet, es geht bald los. Wir freuen uns, die Sonne drückt da noch ein letztes Mal durch, hinter dem Städtli. Und ja, das ist der richtige Moment, für das der Match jeden Moment auch starten Turnierorganisator Jonas hockt auf dem Schiedsrichterstuhl. Er ist parat. Er liest auch noch mal die letzten Statistiken durch. Wo sind die Ballboys? Ja, das frage ich mich jetzt auch gut. Vielleicht kommen die erst noch und sie sich noch intern am Vorbereiten. Eine Ausscheidung vielleicht noch. Oder sie kommen heute nicht. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Und sonst haben wir hier den Presi, der Balljunge sein könnte. Der hockt dort irgendjemand oder jemand vielleicht von der Seniorenmannschaft. Das wäre auch sehr attraktiv als Balljunge. Also wir finden sicher irgendjemanden, der die Ball auch zuwirft. Aber jetzt beim Einspielen, glaube ich, braucht es ja noch nicht unbedingt. Sie sind normalerweise von Anfang an auf dem Platz. Gestern Abend beim Match of the Day sind sie beim Einspielen auf dem Platz gestanden. Vielleicht ist es so ein besonderes Überraschungseffekt für die Zuschauer. Vielleicht. Das einfach attraktiv macht, dass es nicht immer gleich ist. Wobei ja Tennis eine Sportart ist, die sehr, sehr traditionell vonstatten geht. Sie sind vielleicht noch mal am Üben, dass sie es noch mal besser machen. Genau. Sie sind noch ihren Spruch am Sagen, ihren Motivationsspruch. Und dann werden sie auf das Feld rennen. So, fertig eingespielt. Sie gehen zum Bänkli, trinken nochmal etwas und dann startet der Match. Wer serviert?
Sie haben es vorhin nicht mitbekommen. Ich bin gar nicht sicher, ob sie schon Münzen geworfen haben. Ich habe dort ein bisschen noch jemand anders hergeschaut. Auf dem Feld 2 findet eben auch Tennis statt. Aber jetzt tun wir uns natürlich auf Platz 1 konzentrieren. Wir wiederholen nochmal das Viertelfinale hier im Murten Open 2022 zwischen Daniel Valent und dem Sascha Usilou, der jeden Moment anfängt. Noch zu ergänzen, dass Sascha trainiert im TC Lausanne Sport und spielt ebenfalls in Montreux. Und der Daniel kommt gerade von einer anderen Richtung. Er kommt vom schönen Zürich her. Er spielt im TC Seeblick und spielt auch dort in den Club. Jonas gibt dir das Zeichen, dass es keine Balljunge und Ballgirls gibt bei diesem Spiel. Sie haben ausgebrannt vom Exhibition Angelina Hug gegen Dino Lacciga. Aber jetzt geht es hier los. Wir freuen uns auf einen tollen Match. Daniel Valent serviert. Es kann losgehen. Erster Ball schon umstritten. Daniel spielt einen sehr langen Ball. Back and Longline hat zuerst ausgesehen, als wäre er draussen. Der Sascha geht ihn gut. Und ich habe den letzten gar nicht gesehen. Er ist auf die Linie. Jetzt bin ich gespannt, was das für ein Punktestand ist. Da sind wir schon überfordert beim ersten Ball. Wir tun mal irgendetwas eintöckeln und hoffen, dass es näher stimmt. Schön. Aber jetzt ein guter Service zum Auen 15 Beiz. Es ist nicht, dass wir nicht gesehen hat, dass man es nicht verpasst. Aber, jetzt, aber wir haben ein bisschen Mühe. Auch der Service ist neben der Linie. Wir haben hier schon ganz strittige Szenen am Anfang des Matches. Und er gibt den Service draussen, der erste Service. Das heisst jetzt... Zweiter Service für Daniel Valent. Also ging noch Stand 0:15. Denken wir. Sie haben sehr viel knappe Bälle schon im ersten Game. Ganz knapp neben die Linie geflogen vom Sascha. 15 Beide. Ja, viel Winkel bei diesem Vorhang, da kommt man nicht mehr dran. Super schön gespielt, 30:15, Daniel Valent. Sehr schöner erster Service gewesen. Und die Mama von Daniel sitzt hier im Publikum. Sie verfolgt die Matches von seinem Sohn sehr, sehr gern und genießt sie an der Abendsonne im Publikum drinnen. Wir haben noch ein bisschen Sonne, aber schon gleich kommt dann wirklich das Flutlicht, das ihnen den Weg zeigt. Ja, und wieder. Die Vorhand werden wir heute auch noch ein paar Mal sehen, extrem effizient. Und da wird es ganz, ganz schwierig sein, auch wenn er ein Defensivkünstler ist, der Sascha Usilou, an die Bälle zu kommen. Puh, bin ich gespannt, ob er das schafft. Super erstes Game Match von Daniel. 40:15. Rückhand-Duell, aber jetzt umläuft der Rückhand, Longline. Langer Ballwechsel, der an Daniel Valent geht und somit ist das erste Game im Trockenen. Und wir haben richtig gezählt, vor allem beim ersten Punkt. Da sind wir froh.
Ja, hat uns gerade schon ein bisschen zum Schwitzen gebracht. Die ersten zwei Punkte, Frau Mo, mit dem umstrittenen Anspiel, das wir knapp drin hätten gesehen. Aber wir sind natürlich sehr weit weg und die Spieler sehen es viel, viel besser. Und darum sind wir froh, sind wir jetzt hoffentlich so richtig angekommen in diesem Match. 1-0, Valent. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Der Daniel hat den gleichen Ball noch mal wollen, anfangs vom Game, wo übergeflogen ist. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele so Ticks das man hat. Ich persönlich hatte das selber auch gehabt. Wenn ich mit einem Ball einen super Punkt gemacht habe, dann habe ich den Ball wieder zurück wollen. Und vielleicht ist es ihm jetzt genau gleich gegangen. Ja, wahrscheinlich sind die guten Tennisspieler die mit vielen Ticks. Ich habe auch zu wenig Ticks. Und du bist ja eine von unseren allerbesten, Nadja. Ich werde dann auch noch mit dir ein bisschen über deine Erfolge reden hier im Murten. Dort spielt ja Nazi B. Genau. Und da bin ich natürlich ein bisschen neidisch, dass man das kann. Bei den Jungseniorinnen. Ich würde sagen, nicht bei den Aktiven. Nein, aber das ist gleich faszinierend. Und jetzt konzentrieren wir uns auf Usilou beim Service. Wie serviert er? Knapp neben der Linie. Aber mir gefällt die Länge in den Bau von Usilou. Er probiert wirklich weit hinten zu spielen. Und meistens geht es auch gut auf. Es kommt aber eine gute Antwort von Daniel her. Er hat auch eine sensationelle Länge bisher. Und bringt natürlich der Sascha somit unter Druck. Und jetzt Top-Service, 15 Beit. Das ist natürlich für ihn ganz wichtig. Wenn er nicht zu lang muss kämpfen für einen Punkt und der Service ihm bei dem hilft. Daniel ist am... Am Drücker. Drücker. Du hast gesehen, Zwischenbau hat er den Schläger gedreht. Zwischenbau. Ein bisschen wie der Federer, der dreht noch etwa 70 Bau. Er hat noch einmal gedreht. Und das musst du können. Das muss man können. Vielleicht hat es mit der Konzentration zu tun. Vielleicht hat er den Griff anders eingestellt gehabt, für einen Backhand zu spielen. Hat ihn umlaufen und hat noch Zeit gehabt, zu drehen. 15:30. Sascha unter Druck. Und 15:40, das bedeutet bereits Breakbau für Valent im ersten Aufschlagspiel von Usilou. Jetzt wird es schon kritisch, was machst du in dieser Phase, wenn du Breakbau hast am Anfang des Spiels gegen dich? Bei den Frauen ist es natürlich nicht ganz so schlimm wie bei den Männern, muss ich sagen. Bei den Männern ist es viel bedeutender und ich glaube, beim Sascha geht jetzt im Kopf um den ersten Service rein. Da kommt er. Genau. Aber. Er setzt ihn auf die Linie. Ganz einen engen Ball. In die Ecke rein. Er gibt ihn alt. Jonas sagt auch gut. Schiedsrichter sagt gut. Sascha sieht ihn draussen. Sie haben eine Diskussion. Ja, sie spielen einfach auch ein bisschen viel Bau an die Linie. Wenn sie ein bisschen weniger an die Linie würden spielen, wäre es ein bisschen klarer. Sie haben einfach schon am Anfang des Matches unglaubliche Präzision in den Schlägen. Der Schiedsrichter sagt... Ganz klar, auf der Linie. Er geht ihnen gut. Das bedeutet, das Break ist Tatsache. Braucht er noch ein bisschen im Kopf, dass er es akzeptiert. Aber jetzt ist, glaube ich, alles gut. Der Ecke ist gewischt mit seinem... Schuhe und Baugöbere bedeutet Anspielwechsel Valent am Aufschlag. Genau. Ein Game zum Vergessen für Sascha ist natürlich auch, Daniel hat extrem gut gespielt in diesem Game. Ich glaube, Sascha kann sich da nicht viel vorwerfen.
geht es darum, mental zu sagen, es ist durch, Konzentration aufs nächste Game. Oh ja, 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 ist wunderbar. Dinnen 0:15. Ich habe gedacht, alles richtig gemacht, schön aufgebaut. Trotzdem findet er eine Antwort, der Usilu. Super cooler Ball gewesen. Und es ist zu sagen, der Ball ist wieder auf die Linie geflogen. Also, sie haben beide eine sehr gute Länge. Das setzt den Gegner extrem unter Druck. 0:15. Und das ist das 15 Beide. Mir fällt auf, dass er wirklich, wie du gesagt hast, probiert schnell zu den Punkten zu kommen. Gar nicht zu lange in den Ball rein, sondern anspielen, aufbauen, abschließen. Das heisst aber auch, man muss ein gutes Auge haben, man muss ein gutes Spielverständnis haben. Das haben beide natürlich auf dem hohen Niveau, wo sie spielen. 15 Beide. Service Daniel. Sascha holt jeden Ball. Das muss er bei dieser Qualität. Aber jetzt, der Punkt geht nach Zürich. 30-15 Valent. Sascha kämpft und kämpft. Er rennt extrem. Daniel spielt sehr gute Decken raus, mit einer guten Länge. Sie sind nicht einfach zum Zurückspielen. Mega schwierig. Als Gegner, wenn die andere, der gegenüber von dir immer so mit Winkel spielt, du säckelst und säckelst und kommst irgendwie nicht auf einen grünen Zweig und das dünkt mir passiert hier ein bisschen. Schon gleich als 3-0 stehen. Wobei, da würde ich sagen, das Resultat täuscht. Sie haben wirklich sehr, sehr gute Ballwechsel. Meistens gehen sie auf Seite dann von Daniel. Wie auch jetzt gerade super Service auf die Linie gesetzt. Sascha hat ihn ins Netz retourniert. Du weißt, an was sie Freude haben. Gestern haben ja die Spieler die Kästchen irgendwie nicht gebraucht. Und sie haben von Anfang an geschnallt, ah ja, das ist wie bei den richtig grossen Turnieren. Da gibt es so Kästchen, wo man die Tücher drin tun kann. Und an solche Sachen habe ich einfach Freude, oder? Genau, sie sind ja extra für das Turnier aufgestellt worden. Da sollen sie auch gebraucht werden. Gestern hat man es noch nicht so gesehen. Heute werden die einwandfrei. Es ist ja schon das Viertelfinale, gestern war es noch nicht so weit gewesen. Jetzt sind wirklich die drinnen noch, die einfach auch unglaublich spielen können. Und ich habe Freude, oder Daniel, wenn er so zum Bänkli läuft, merkst du, er schaut noch richtig Städtli und sagt einfach, wow, die Aussicht, wow. Das ist einfach mega schön hier in Murten und wenn man ein Tennismatch spielt, dann ist das auch noch entscheidend, wo man spielt. Ja, wenn man auch noch Zeit hat, das schöne Städtli anzuschauen. Mhm. Ich habe vorhin mitbekommen, dass sie zu Nacht essen im Städtli. Also haben sie noch ein bisschen Sightseeing gehabt. Bei einem Turnier kommt es natürlich auch darauf an, wo ist es. Und wie ist das so auf diesem Niveau? Können die einen Niedlkuchen essen vor dem Match? Weil also jetzt auf meinem Niveau ist das klar, vor dem Essen, vor dem Match gibt es einen Niedlkuchen. Für sie meinst du, schwierig? Kommt natürlich immer darauf an. Was heisst, können sie? Natürlich können sie. Aber haben sie? Haben vielleicht, nein, natürlich nicht. Sie haben vielleicht Bauchweh. Sie, der Nidlkuchen, der sehr, sehr gut ist für den Geschmack, aber ganz fertig ehrlich, ist, das liegt mal, wie im gut gelaunt der Daniel Valentin auf diesem Platz ist. Das kommt ganz sicher vom Nidlkuchen Zucker. Das kann doch nicht sein, dass man einfach so auf den Platz kommt und so. Ich glaube, es ist die Vorfreude. Es ist die Vorfreude, dass er dann einen Nidlkuchen essen kann. Das kann natürlich auch sein. Aber jetzt hat er Freude, dass er 3-0 in Führung ist. Bringt er Usilu seinen ersten Aufschlag durch jetzt. Und er probiert es genau gleich wie der Daniel Valent mit direkt Druck machen, schön an die Linie spielen, nur der Abschluss. Leider nicht. 0:15. Die Idee war sehr gut von Sascha. Er hat es leider nicht können
richtig umsetzen. Vorhin ist mir noch aufgefallen, in der Pause, Daniel ist auf das Bänkchen gehockt, hat ein Notizblöckchen vorgenommen und etwas aufgeschrieben. Statistik führt er. Ist es Statistik? Ja, vielleicht ist es so. Ist es mental ein Satz aufschreiben, wo einen mental stärken? Du bist mir einfach zu fest in diesen Tennis-Dings drin. Ich glaube mehr, er ist schon für das Studium am Vorbereiten, weil er einfach merkt, hey, es wird langsam knapp. Medizinstudium ist streng und ich muss heute anfangen, sonst komme ich da nicht durch. Jetzt ist ihm der Begriff in Sinn gekommen, das hätte er aufschreiben müssen. Nein, das behaupte ich nicht. Jetzt aber ein wunderschönes Anspiel und was macht er? Er geht in die gleiche Ecke, Überraschungsmoment, top gespielt, 30-15. Ich finde es auch spannend, die Spieler beobachten. Wie bewegen sie sich auf dem Platz? Aber was schreiben sie auf ein Notizzettel drauf? Was haben sie für Ticks? Man lernt sehr vieles über die Spieler, nur beim Zuschauen. 15:30. Da ist es lang. 15:40. Der Sascha Usilu ist am Aufschlag und hat jetzt die Chance, sein erstes Game in diesem ersten Satz zu machen. Hat damit zu tun, dass der Daniel eventuell an seinen Medizinbegriffen umstudiert, wie du es vorhin behauptet hast. Und jetzt wieder top gespielt. Da ist es, das erste Game. 3:1. Wir werden eine Frage am Schluss. Was schreibt ein Tennisspieler in der Pause auf ein Zettel? Ja, ich habe das Gefühl, dass es immer etwas war, was ihm nichts gebracht hat, weil er hat ja jetzt das Game verloren. Seitdem hat er einen Punkt gemacht. Hat aber auch damit zu tun, der Sascha hat super serviert, super Druck gemacht, lange Bau hergebracht und hat Daniel damit unter Druck gesetzt. Sascha dreht auf. Und jetzt probiert auch er es mit Winkeln hin und her. Spektakulärer Punkt. Da sind wir bei diesen langen Bauwechsel, wo es ein Sturm wird, vom links zu rechts schauen. Und jetzt Netzangriff, den wir erfolgreich abschließen nach ganz einem intensiven Ballwechsel. 15-0, er muss deutlich mehr machen für seine Punkte als noch im ersten Game zum Beispiel. Der zweite Volleypunkt, den Daniel gemacht hat in diesem Spiel bisher. Martin Latziger, der vorhin Showmatch gespielt hat, hockt vor dem Bildschirm, schaut den Tennismatch zu und tut einen guten Burger essen. Hier steht es mittlerweile 30-0, wieder ein Top-Volley. Ja, das ist bitter. Du hast das Gefühl, du kommst ins Spiel rein und nachher dreht der Gegner eben nochmal auf. Stellt ein bisschen um, spielt plötzlich Serve und Volley. Und das ist eben das Tennisspielen. Wie kann man den Gegner irgendwie durcheinander bringen, dass er nicht in die Routine reinkommen und immer die gleichen Schläge spielen kann. Und das klappt von Daniel Valent extrem gut in dieser Startphase. Daniel Valent. Sehr schön serviert auf der Backhand. Schaut ein bisschen ungläubig. Wie kann das sein, dass plötzlich, wenn ich doch so gut im Spiel drin bin, er wieder 4:0 in Führung gehen kann, Chance zum 4:1, 3 Bälle dazu hat er. Der erste ist schon mal nicht erfolgreich.
Ja, ich wollte sagen, das Anspiel war so ein bisschen Mirko Martinez-Style. Der hat gestern hier gespielt und ist auch noch im Turnier drin. Unser jetziger Nummer 1, weil ganz leider, das ist ein bisschen eine traurige Botschaft, der Jan Martin zurückgezogen hat, das offizielle Nummer 1. Er ist leider gar nicht nach Murten gekommen und darum jetzt der Bestklassierte, der Mirko Martinez. Schön attackiert vom Daniel und macht somit das Game 4-1 für ihn. Und eben der zweitbeste Spieler ist der Daniel Valent. Letztes Jahr ist er auch hier im Finale gestanden. Und dieses Jahr würde er es extrem gerne gewinnen, das Murten Open, bevor er eben sein Studium wieder anfangen in Zürich. Da wünschen wir ihm natürlich ganz viel Glück. Oh, look, jetzt nimmt er seinen Block wieder vor. Einerseits für das Studium und andererseits, dass er jetzt hier weit kommt in diesem Turnier, so wie er sich vorgestellt hat. Und von hier sehen wir, dass er schon sehr, sehr viele Seiten vollgeschrieben hat. Also entweder es sind einfach mega viele Wörter, die er muss lernen muss, oder er hat einfach schon so viele Matches gespielt und ja, will die Statistik einfach noch bis zum Schluss, bis ganz zum Ende der Saison durchziehen. Ich behaupte, er macht sich Gedanken wegen dem Match und studiert. Das hat er gut gemacht. Wo wird er noch weiter ausbauen? Das wäre meine Theorie. Ist es bei dir? Also, eben, du bleibst gesagt, bei Theorie. Du spielst Nazi B und hast schon mega viele Matches gewonnen, sicher auch schon enge gehabt. Wenn du auf dem Bänkchen sitzt, an was denkst du oder was machst du so? Ich denke an etwas Schönes. Ich tue mich selber motivieren. Ich bin sowieso relativ positiv auf dem Platz, wenn ich gewinne oder auch wenn ich verliere. Ich habe einfach Freude am Spielen. Hocke auf dem Bänkchen, schaue. Er ist im Publikum, sind meine Eltern da, ich suche den Kontakt zu meinem Papi vor allem. Schwätzt du mit dem Gegner? Ich schwätze mit der Gegnerin natürlich. Oh, ja stimmt. Weißt du, bei Katharina Angmo, vorhin hat der Dino Latschiga gegen Angelina Hu gespielt. Darum stimmt, das macht man sonst ja eigentlich nicht. Man spielt ja gegen die vom gleichen Geschlecht normalerweise, das stimmt ja. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen durcheinander von diesem extrem coolen Exhibition von Dino Latschiga, unser ehemaliger Beachvolley-Star, der hier im Club spielt, oder Angelina Hug, die ja, bald auch eine der besten Spielerinnen wird sein von Schweiz. Das hoffen wir. Starke Return von Daniel 015. Aussicht von Sascha. Und was auch etwas ganz Wichtiges ist beim Tennisspielen, ist Körpersprache. Und da dünkt es mir, ist jetzt gerade beim Sascha so ein bisschen genervt, die Körpersprache. Körpersprache sagt sehr viel aus im Tennis. Erneut ein Volleypunkt von Daniel. Spektakulär auch. Und dieser Punkt wirklich wahnsinnig schön zum Zuschauen. Nicht das typische Sandplatz-Tennis, das nur hinten ist. Sie können wirklich sehr viel auf vorne gehen und probieren, die Punkte abzuschliessen. Selten sehen wir ein Anspiel, das erfolgreich ist. Ab und zu ja. Also es gibt meistens 3, 4, 5 Mal, wo sie über das Netz spielen bis jetzt. Sehr schöne Ballwechsel bisher. Er setzt dann neben die Linie 0,40. Er steht unter Druck in diesem Game und besser gesagt in diesem ganzen Satz. Wenn wir auf die Klassierungen schauen, dann ist der Daniel das Nummer 24 von Schweiz und der Sascha das 89. Und wenn man so ein bisschen an die Weltrangliste denkt beim richtigen Tennis, dann ist es natürlich schon auch ein grosser Unterschied. Aber jetzt ein Service, den auch ein Top-10-Spieler nicht besser machen kann, mit viel Druck platziert. Mega schwierig für den Gegner, den zurückzuspielen. 40-15. Er ist auf Aufholjagd. Erneut am Netz vorne.
der Daniel. Und da schließt er wunderbar ab. Zum 5:1 bereits. Bereits der 5. Volleypunkt von Daniel. Ich glaube, er hat wirklich die Taktik, dass er sagt, so oft vorkommen wie möglich, um den Punkt abschließen. Und was mir auffällt, ist, dass es etwas kälter wird, auch jetzt, wenn die Sonne runtergeht. Ich bin dann gespannt, ob sie in diesem Tennis bleiben. Tatsächlich mal ein Fehler. Ganz selten gesehen von Daniel Valente. Ein bisschen unter Druck, aber nicht so fest. Ich weiss nicht, ob das unter Unforced Errors wäre oder doch ein Forced Error. Ja, Hoffnung, dass er reinkommt, unser Junge. 5-1 ist eine schwierige Phase. Du denkst, mit 5-1 du hast es schon. Aber im Tennis ist eben alles möglich. Man kann auch 5-1 hinten sein und aufholen. Oder umgekehrt 5-1 vorne stehen und es noch abgeben. Aber wenn man so spielt, dann ist das natürlich kein Problem. 15 Beats. Wieder genau in die Säckeli. Oh, würde ich mich nerven als Gegner, weil dann immer alles trifft. Und dazu noch muss rennen. Ja, der Sascha hat es sehr schwer hier im ersten Satz. Konzentrationsphase beim Daniel Valente vor seinem Aufschlag. Bei 15 Beiden. Und es hat sich rentiert, weil der Ball kommt nicht zurück. 30-15. Noch 10 Bälle und er ist der Satz schon im Trockenen. Ich bin gespannt, ob der Sascha seine Taktik wird umstellen im zweiten Satz. Es wäre spannend zu wissen, was macht er sich für Gedanken. Typischer Spielzug, genau so spielt er schon seit dem Anfang. Anspiel, meistens gegen raus, Cross angreifen und dann ans Netz abschließen. 30-15, 40-15. Das war ein Satz Punkt, gewesen, wie du es jetzt gesagt hast, wie im Bilderbuch. Also, beschreib doch einen Trainer, eine Trainerin, wie tut man einen Punkt aufbauen, wie tut man es im Training lernen, ein paar Grundschläge für ein Netz abschließen. Das hat Daniel gerade super gut gezeigt. Jetzt muss er aber mal über einen zweiten Service. Das sehen wir auch selten. Mhm. Oh, der scheint mit ganz viel Drall zu sein. Macht dem Usilu Problem und das bedeutet, der erste Satz ist tatsächlich beim Valente nach Zürich gegangen. Zürich in dem Sinn, weil er spielt bei Seebeck und ist das Jahr auch im Halbfinale gewesen, in Nazi A. Interclubs. Die Saison hat dort sehr, sehr, sehr erfolgreich gespielt und sie waren nach dran gewesen, wirklich bis ins Finale zu kommen. Früh aufstehen. Nochmal umdrehen. Zur Arbeitssprinter, Automaten, Ginga, Kita-Abholer und Haushaltmacher. In einen vollen Tag passt keine komplizierte Bank. Lilasets, die praktischen Kontolösungen für Sie. Valiant, wir sind einfach Bank. Der Daniel, Sascha hockt ganz entspannt auf dem Bänkli, verpflegt sich, damit er neue Kraft hat für im zweiten Satz. Banana? Banana. Ist er? Was trinkt man da so? Darf man eigentlich alles trinken? Oder gibt es dort Vorschriften am Murtenalpen? Nein, es gibt keine Vorschriften. Also könntest du ein Red Bull nehmen oder ein Glühwein? Du kannst das trinken, was du willst. Also du kannst ihnen etwas auf den Platz bringen. Ich glaube aber, sie werden das trinken, was sie bei sich haben. Und das ist Wasser beim Sascha. Beim Daniel sieht man es nicht. Er hat zwei verschiedene Flaschen. Das heisst, ich spekuliere, in einer Flasche ist ein isotonisches Getränk, in der anderen ist Wasser drin. Milch? Glaube nicht. Eher weniger. So, wir gehen in den zweiten Satz rein.
Daniel Valent hat 6-1 den ersten können gewinnen und im zweiten Satz muss jetzt irgendetwas ändern aus Sicht des Usilu. Was er wird ändern, das zeigt er uns hoffentlich jetzt gut. Die Linie putzen, bereit machen für den neuen Satz. Neues Spiel, neues Glück. Mit neuen Versuchen von einer anderen Taktik. Hoffentlich. Vielversprechenden Anfang, super Service. Bringt er zwar noch zurück, der Valent, aber nachher hat er nicht mehr auszurichten. 15-0. Endlich mal in Führung, das tut natürlich gut. Und ich behaupte, es ist der erste Rückhandfehler, Unforced Error, den der Daniel macht. Ich muss jetzt allerdings über den zweiten Service. Er wird sehr kurz. Das ist leider auch die falsche Taktik gegen Daniel Valent, der echt top in Form scheint. Wenn du kurz wirst, dann kommt er sofort mit mehr Druck oder sogar ins Netz. Natürlich dadurch jede Chance, wo er Druck machen kann, wo er angreifen kann, hat es perfekt umgesetzt. 15 beide. Knappen Ball. Wie im ersten Game, im ersten Satz, haben sie wieder knappe Bälle, die auch einen Millimeter draussen sind. 15:30. Er steht im ersten Game unter Druck. Schauen wir, was er daraus macht. Wieder wird er kurz und da kommt das Problem. Valent schon vor, aber jetzt ein guter, hoher Ball und tatsächlich 30 Beide. Vielleicht Lob spielen, das hat er noch gar nicht so viel gemacht. Jetzt kommt es auch ein bisschen winden. Also der Wind hilft dort den Ball, dass sie nicht hinten raus gewindet werden, sondern eben zurückgewindet werden von dieser Seite. Der typische Westwind, oder, kommt auf. Und jetzt ein wichtiger Punkt, 30 Beide. Setzt ihn auf die Linie oder gibt ihn Sascha out. Super Crossball von Daniel und er gibt ihn out. Schiedsrichter oben auch mit grossen Augen schaut er Richtung Ball. Das Türli geht auf in dem Moment vom Schiedsrichter. Oh, und der Daniel Valent geht sogar über ihn schauen. Na, darf man das, Nadja, auf diesem Niveau? Man darf in diesem Sinn nicht einfach über spazieren, man muss fragen, darf ich über schauen? Der Gegner muss es akzeptieren und sagen, darfst du rüberkommen. Und welche Sprache lernt man auf dem Platz hier? Kommt natürlich darauf an. Viele, wenn sie Deutsch reden, reden sie zusammen Deutsch. Heute habe ich oftmals Englisch gehört. Ja. Jetzt zwischen Can Sascha... Kann ich komm rüber, genau. Zwischen Sascha und Daniel wird auch Englisch geredet. Ich behaupte, sie haben noch kein Wort zusammen geredet. Alles klar. Und jetzt Breakball oder Spielball, das ist jetzt die grosse Frage. Wieder ein Ball in die Linie. Heieiei. Die Präzision von diesem Ball ist gewaltig. Und sehr schönes Tempo. Und leider der Ball deutlich draussen. Zu viel Rücklage bekommen und schon fliegt er einen Meter raus. Tschüss. Vorhin ist 40-30 vergessen gegangen aufzuschreiben. Darum haben wir das korrigiert. Es steht Deuce im ersten Game bei Service Sascha. Interessant ist extrem ins Feld gekommen beim Returnieren. Hätte ich gerne gesehen, wie der Ball wäre, was er gemacht hat. Und jetzt wieder attackiert er, kommt rein. Das macht er natürlich, um Druck aufzubauen. Ja, und jetzt kann einfach keinen Fehler machen. Die kommen alle von der Seite raus und das ist natürlich ein Problem.
Vorteil Valent bereits wieder die Chance, mit Break in Führung zu gehen. Und das wäre dann schon etwas schwierig. Mehr. Aber es ist noch nicht gemacht. Was machst du jetzt? Ein sicherer Service? Ein härter? Ich würde auf sicher gehen, auf einen Körper spielen. Er probiert es Longline sozusagen durch die Mitte. Genau, Longline sagt man natürlich beim Service nicht, aber durch die Mitte durch und muss über den zweiten. Super Länge. Flachen Angriff und der längt tatsächlich, steht es bereits wieder 2-0. Break-Vorsprung Daniel Valent. 1-0. 1-0. Das ist scheiße übersprungen. Alles wie geschmiert für Daniel Valent. Ja, ich war schon wieder einen Schritt weiter gewesen, habe ich gerade festgestellt, dank dir. Merci viel, du gehst vielmal. Davon aus, dass er sein Service-Game so gut heimbringen kann. Ich gehe davon aus, dass er sich jetzt schnell einen Brief wieder schreibt. Lieber Daniel, es läuft wie am Schnürli. Weiter so. Aber er darf ja nicht absitzen. Beim ersten Game sitzt man nicht ab. Darum wird er es auch erst näher beim vielleicht 3-0, 2-1, 1-2 aufschreiben. Wenn es natürlich 1-2 da steht, schreibt er auch etwas anderes. Wir müssen das mal beobachten. Schreibt er immer beim Wechsel oder schreibt er dann, wenn er das Game gemacht hat oder dann, wenn er das Game abgeht? Vielleicht rufen wir schnell daheim beim Labrador an. Wo ich am Zuschauen ist, der Labrador, der schwarze Labrador von Daniel Valent. Er könnte uns das sagen. Oder die Mama, die hockt hier im Publikum, die wüsste das vielleicht auch. Genau. Steht 1-0 im zweiten Satz für Daniel und er serviert. Ja, da ist ein Ball im Spiel. Mir hat meine Mama zum ersten Mal zugeschaut, als ich 42 war. Nein. Also es ist einfach schön, wenn die Mama beim Tennisspielen zuschaut. Selbst wenn man schon ja, selber nicht mehr der Jüngste ist. Es ist natürlich immer schön, wenn die Eltern oder die Familienmitglieder einem bei den Turnieren begleiten können. Es gibt aus Spielern auf dem Feld gibt es einem viel Energie und sehr viel positive Energie vor allem. Das erste Mal, wo ein Stoppball probiert wird. Sascha hat eine sehr gute Idee gehabt. Leider hapert es noch bei der Ausführung. Er hat ihn ins Netz gespielt. Der Alcaraz-Stopp, der hat leider nicht funktioniert. Aber die Vorhang, ich finde die gewaltig. Die sieht so schön aus. Beim Sascha Usilou, die ja, ist vom Ästhetischen her einfach nicht zu toppen, finde ich. Wobei ich da ein bisschen widersprechen würde. Toppen, also man muss es nicht immer toppen. Ich finde Daniel seine Vorhand auch sehr sauber. Definitiv. Schön flach viel auch. Und jetzt mal einer ins Netz. Knapp ins Netz, 15 Beit. Da schmeckt er vielleicht ein bisschen Hoffnung, für doch mal ein Break können zu machen, der Sascha Usilou. Es gibt extrem wenig Fehler ins Netz von beiden. Trotz dem Wind, gell? Das ist auch noch faszinierend. Mhm. Das ist ja nicht ganz einfach, wenn man mit Wind spielt. Outdoor-Tennis ist definitiv nicht zu unterschätzen. Man muss immer das Spiel anpassen an der Temperatur, am Wetter allgemein, am Wind, wie du jetzt gesagt hast. Am Meer ist es natürlich noch viel intensiver. Da sind wir hier in Murten noch ein bisschen geschützt. Schöner Smash von Daniel. Sehr gefühlvoll. Ein bisschen mit Winkel und das reicht natürlich längstens für 30-15 in Führung zu gehen. Wir müssen immer überpowern bei so einem Smash. Er hat gesehen, Sascha geht in die andere Richtung. Er hat ihn nicht abtropfen, aber hat einen sicheren Smash auf die andere Seite hineingezogen. Steht 30-15, Daniel und er serviert.
Bisher hat es noch keinen Doppelfehler gegeben. Ja, es ist wirklich gewaltig, wie er immer an diese Linie rausspielt und praktisch jedes Mal durchkommt, 40-15. Hier spielt auch das Turnier Nummer 3 offiziell, aber 2, weil eben die Nummer 1, Jan Marti, zurückgezogen hat. Und wir erwarten ihn schon ein bisschen im Finale. Vielleicht gegen anderen Grossfavorit, den Mirko Martinez, der auch eine unglaublich gute Saison spielt und ja bereits Nummer 17 von Schweiz ist. Und auch auf Karte Profi setzt. Er trainiert jeden Tag. Was wir jetzt aber hier nicht können sagen, Daniel setzt auf Karte Job. Wie es beim Sascha aussieht, weiss ich nicht. Knapp im Alt, der Vorhand Passierball und somit steht es 2-0. Wie du es angekündigt hast vorher, hätten wir es schon schreiben können. Ja, genau. So, jetzt würde ich gerne in den Kopf hineinschauen von Sascha. Was überlegt er sich? Ist er einfach genervt, weil es ihm nicht ganz so läuft, wie er sich vorgestellt hat? Oder sagt er sich so, ich gebe nochmal alles, ich versuche etwas anderes. Ich bin ja dran. Du baust dir die Remo ganz, ganz genau. Welchen nimmst du zum Anfang vom ersten Aufschlag? Wieder so einen unglaublichen Punkt. Wo der Sascha läuferisch gefordert ist. Alles genau, slice. Topspinball, jetzt sogar ein Stoppball. Und wunderschön abgeschlossen zum 15-0. Ganz spektakulärer Ball. Rettet sich selber zu. Alle Sascha, weiter so. Der erste Volleypunkt von ihm, den wir gerade gesehen haben. Vielleicht ist das seine neue Taktik. Mehr ans Netz führen gehen, mehr Stoppball reinbringen. Daniel war schnell, hat den Stoppball gut geholt. Aber das hat schon gut antizipiert, wo der herkommt. Ja, wir schauen ja mit grossen Augen zu, ob es irgendjemanden gibt, der den Roger ablösen kann aus der Schweiz. Und vielleicht ist es eben der Sascha Usilou, der erst 19 ist und bereits N4 von der Schweiz. Aber auch der leider draussen und schon wieder kommt der Druck. 15 Beine zwar erst, aber im Kopf innen weiss er haargenau, es muss einfach alles zusammenpassen, weil der Daniel Valent so unglaublich gut in Form ist. Ein Ball zurückgerollt, hat gerade Sascha ein bisschen verwirrt. Es steht 15 Beine. Es wäre natürlich sehr spannend, Statistiken zu haben, zu wissen, wer serviert, wie oft, woher. Wie schnell, wie viel erste Service im Feld. Wie viel Umdrehungen hat der Ball? Nein, das müssen wir nicht wissen. Das schmerzt. Der Spielstand. Ist der erste Doppelfehler von beiden in diesem Match? Gegen einen unglaublich robusten Gegner, der fast keine Fehler macht. Mhm. Er ist sehr konstant bisher durch den ganzen Match dadurch. Mit einer unglaublichen Präzision. Das sieht man jetzt auch wieder in diesem Ballwechsel. Und auch eine Leichtigkeit in den Bau, als wäre es überhaupt nicht streng. Wirklich Tennis auf hohem Niveau. 15-40. Das Messer ist schon wieder im Haus beim Sascha Usilou. Kann er sich nochmal befreien aus dieser misslichen Lage? Oder wird es wirklich bereits ein 3-0 geben und schon eine kleine Vorentscheidung vielleicht sein in diesem Match? Ich finde, das Resultat täuscht. Der Sascha gibt sich enorm Mühe, er kämpft. Aber ich glaube, er findet einfach nicht das passende Rezept heute gegen den sehr soliden Daniel Valent. Ich habe das Gefühl,
gleich wird im Blog geschrieben, Daniel, du bist ein Siebensieger. Weiter so. Da hat er recht. Es ist ein sehr motivierender Spruch, der total auf ihn jetzt zutrifft. Ja, ja. Das ist jetzt so ein bisschen der Ärger über Motivation und somit ist es soweit. 3-0. Ich glaube, ein Teil Frustration war jetzt auch dabei, ein bisschen Verzweiflung seitens Sascha. Wir haben mit Daniel Valent vor dem Match reden und er hat uns verraten, dass er nicht irgendeinen Mentalcoach oder so hat. Zwar eine Zeit lang konnte mit einer Sportpsychologin zusammen arbeiten, aber mittlerweile das wie nicht in Anspruch nimmt. Und es gibt ja so viele Situationen im Tennis, wo es so extrem eng ist. Ich habe heute auch wieder so etwas erlebt. Ein bisschen auf tieferem Niveau. Führst 5-2 im zweiten Satz, der erste gewinnst 6-2 und dann hast du 3 Matchbälle und verlierst. Das gibt es einfach im Tennis. Das gibt es. Es ist eine Kopfsache. Man fährt sich plötzlich auf überlegen, was mache ich falsch, dass ich jetzt gerade den Punkt nicht gemacht habe. Man hat wie das Gefühl, ich habe vielleicht schon gewonnen. Lässt ein bisschen nachher, lässt die Spannung nachher. Und der Gegner dreht nochmal auf, er hat nichts zu verlieren. Hast du das Jahr erlebt, in der Nazi B? Hat er so ein Match gehabt? Nein, ich muss sagen, ich hatte erst einen Match gehabt, wo ich 8 Matchbälle gegen mich hatte und dann gleich noch gewonnen habe. Ah, potztausend. Und sonst ist das bei mir nicht vorgekommen, nein. Vielleicht wäre Sportpsychologin ein Job für dich. Ja, ich war immer eine Spielerin, die sehr ruhig war auf dem Feld, immer sehr positiv eingestellt war und mir dünkt es, dass jetzt beide Spieler hier auf dem Feld auch so eingestellt sind. Daniel natürlich optimistischer, er ist extrem ruhig. Du hast gesagt, er hat mit einer Mentaltrainerin gearbeitet. Ich glaube, genau. Das sieht man. Er ist mental sehr, sehr stark. Ja, und wir Murtner Männer hatten eben so Mentaltrainer auch nötig. Vorhin der Tino Lacciga hat bekommen, sozusagen, gegen Angelina Hug. Ja, und wir haben ganz viele 3 Sätze verloren. Wir Murtner, die ein bisschen auf tieferem Niveau spielen. Und ich habe das Gefühl, das wäre eine gute Investition vom Gewinn von diesem Turnier, dass man da würde in eine Sportpsychologin oder Sportpsychologe setzen. Findest du nicht auch? Tun wir doch das auf die Liste. Aber wir könnten ja die anstellen, weil ich habe das Gefühl, das wäre unglaublich erfolgreich. Aber jetzt, es geht weiter im Match. Talent Service. Schön gespielt. Oh, wow. Sensationeller Ballwechsel war. Daniel hat gut aufgebaut, ist ans Netz führen und der Sascha hat einen sensationellen Passierball geschlagen. Es klebt und macht und wir schauen links und rechts. Oh, das geht richtig Ecke, Gstabi. Das geht so schnell hin und her. Wahnsinn. 0-15 beim Service von Daniel. Ist es eigentlich gerade ein bisschen eine Konzentrationsfrage? Ich glaube, 2 Punkte im Rückstand war er noch nie. 0-30, das wäre mal etwas. Gehen wir nicht davon aus. Ich bin nicht sicher, was jetzt gerade passiert ist. Wiederholen. Wegen? Netzrauer, das ist ja noch nicht abgeschafft. Man spricht ja darüber im Service, das abzuschaffen. Ist das so? Man hat das nämlich mal umgesetzt und dann hat man es wieder zurückgestellt. Und jetzt schaut es, 0-30. Ohne zwungenen Fehler von Daniel, das ist nach meiner Statistik, die ich hier am machen bin, der zweite. Ohne zwungenen Fehler, das ist genau, schon krass. Auf der Vorhandseite. Ah. Es steht 0-30. Das erste Mal, wo Daniel 2 Punkte in seinem Service-Game hintersteht. Auf den Notizblock schauen, dort steht, du machst das gut, weiter geht's. Und es hat geholfen. Wieder. Super Volleypunkt. Gross gespielt. Unerreichbar für Sascha Usilu. 15-30, aber immer noch im Rückstand und unter Druck in diesem Aufschlagsgame. Ist es wirklich Druck bei diesem Spielstand?
wenn mal Punkt 2 hinter ist, würde ich jetzt sagen, da geht nichts auseinander, da geht nichts zusammen in seiner Taktik, in seinem Spiel. Sagt die Sportpsychologin neben mir, dass das kein Problem ist. Für mich wäre es eins auf dem Platz. Das ist vielleicht eben genau der Fehler. Nicht aus der Ruhe. Oh, schön, ein zweiter Service, überraschend in die Mitte. Und schon ist er wieder im Netz, aber jetzt, Achtung! Ja, der Lob ist zu kurz gewesen, definitiv. 30 Beide. Super aufgebaut. Er pusht sich das erste Mal in diesem Spiel. Mir dünkt, das ist das erste Mal, wo er etwas rausgeschrauen hat. Ich glaube, das war so ein Erleichterungsschrei gewesen. 30 Beide, er ist back in the game. Fokussiert, holt er die Bau, schaut sie an und das ist auch faszinierend, dass er wie irgendwie den Fokus nicht verliert, er ist immer noch völlig fokussiert, trotz klarer Führung. Wenn ich es richtig sehe, schaut die Mami drinnen zu. Schön in der Wärme. Und sieht, wie sein Sohn wieder mal angreift. Und abschließt mit einem Smash. Aber der Punkt ist noch nicht fertig. Jetzt. 40-30 nach 0-30. Auch aus dieser Situation kommt der Daniel problemlos raus. Und du siehst, mental war es wieder ein Aspekt, der ihm eventuell jetzt hier geholfen hat. 0-30 war, 3 Punkte nacheinander gemacht. Er hat sich auch gesagt, reiss dich zusammen, konzentriere dich. Und er hat es gemacht. 40, und wenn 30. Ich das Game mache, bekommt mein Labrador daheim. Ein bisschen Schappi. Ich glaube, es war gerade laut im Publikum. Daniel hat vor dem Service noch ein bisschen umgeschaut und gewartet, bis er serviert hat. Und wieder mal einen langen Ballwechsel zur Abwechslung und Faust kommt 4-0. Es sieht alles tiptop aus und es sieht danach aus, dass der Niedelkuchen schon gleich gegessen werden kann. Das wäre eine schöne Belohnung und eine super Erinnerung natürlich am Murten. Der Niedelkuchen ist eine Spezialität aus der Region, kann ich allen empfehlen, mal zu probieren. Und die andere Spezialität ist ja unser See. Natürlich. Auch der ist sehr speziell. Klein und warm. Und wunderschön. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Psyche von Sascha Usilou. Er macht jetzt immer mehr Fehler und der Druck nimmt nicht ab von seinem Gegner. Mir ist seine mentale Verfassung schon in Bern am Turnier aufgefallen. Er war wirklich sehr ruhig gewesen. Er war immer sehr konzentriert gewesen. Manchmal hat die Energie oder der Frust raus müssen mit Schreien, aber er hat sich immer wieder sehr schnell gefasst. Er ist ruhig geworden und hat sich auf den nächsten Punkt konzentriert. Und mir dünkt, das zeigt er jetzt genau wieder. Oh, wunderschöner Stopp. Alcaraz lässt grüßen und kommt für einen schließt ab. Das war jetzt souverän gewesen. 30-0. Er setzt die Taktik fort mit dem Stoppball und mit einem Volleypunkt anschließend. 30-0 führt er bei eigenem Service. Der Carlos ist ja recht traurig, der Alcaraz, weisst du warum? Hat er zu wenig Stoppball gemacht? Er kann nie gegen Fedi spielen. Im offiziellen Match nicht, ja. Macht mich mega traurig. Oh, das sehen wir selten. Ein verschlagener Smash. Vom Daniel. Genau. Ist das so ein Game, wo man sagt, ja komm, hey, gib meinem Gegner auch noch eins, weil gibt es eine Brille, die ihm jetzt gleich nicht geben? Nein, das denkt man sich nicht in diesem Moment. Dass du alles weißt. Das würde mich erstaunen. Da schenkt man sich nichts. Und jetzt hat er nicht mal mehr Glück. Sogar das Netz ist auf der Seite des Zürcher. Gemein, nicht?
bist im Rückstand, brauchst das Game und er hilft dir nicht mal das Netz mit. Also jetzt langsam aber sicher wird ich vielleicht ein bisschen parteiisch für unseren Jungspund 19. Du willst ihn noch ein bisschen motivieren, ja, dass er noch ein bisschen dranbleibt. Alle willst. Aber ein schöner Service. Und es kommt das Game 4-1, gibt ein bisschen Hoffnung. Sehr gut durchgebracht. So, jetzt bin ich gespannt. Daniel geht zum Bänkli schnurstracks. Seht sich sicher. So, vergessen das Game. Next. Schreibt es auf das Zettel und dann geht es weiter. Im Hintergrund höre ich irgendwie das Lied «Komm, bringen heim». Geht es schon ein bisschen darum, um den Pott, den bekannt von Murten Open, dass er heimkommt nach Zürich? Endlich, nachdem er ja letztes Jahr knapp im Finale verloren hat gegen Fragen Jonas Schär, Sohn von Bernie Schär, Bernie National. Und von welcher Region? Wo ist der Pokal hergegangen? In welcher Region? In der Region Bernie Schär. Okay. Dann geht er dieses Mal vielleicht in die Region Zürich. Ich bin momentan Team Zürich. Möglicherweise so sein. Aber als ich gestern Mirko Martinez zugeschaut habe, musste ich sagen, wow, das wird schwierig, der zu schlagen. Morgen übrigens hier im Murten Open Halbfinaltag und Finaltag, weil der Regen ein bisschen gemeint hat hier zu Murten, was wir uns nicht gewohnt sind. Auch im Herbst eigentlich nicht so fest. Und darum ist morgen Nachmittag Halbfinal angesagt und am Abend 6 Uhr das Herrenfinal und vorher das Frauenfinal. Genau. Ich habe jetzt gerade Insider-Informationen bekommen vom Schiedsrichterstuhl. Er sagt, der Daniel macht sich Notizen zum Spiel. Alles klar. Dann hat er sehr gute Augen, dass er das sieht. Vom Schiedsrichterstuhl aber aufs Bänkli. Und vielleicht schnell zum Frauenturnier. Hier ist ja auch ein attraktives Frauentableau. Martin Latschiga im Frauentableau rausgefallen, heute gegen Angelina Hug. Im Halbfinale hat er es leider nicht durchgebracht, trotz seiner gewaltigen Service, die bis zu 274 km/h schnell sind. Angelina Hug hat auf alles eine Antwort gehabt in diesem Exhibition-Kampf. Aber jetzt 4-1. 4-1. Bringt es heim. Fahrt schon mal schlecht an. Und ich helfe so immer ein bisschen mehr unserem Aussenseiter. Drum Daniel, nimm es nicht übel, so sympathisch aus der Bische. Nein, nein. Darum bin ich Team Zürich. Dann ist es wieder ein Stand. Halb volle. Und 0:15. Hey, das könnte noch einen guten Abend werden, weil jetzt die Körpersprache, denkt es mir, ist auch wieder ein bisschen positiver bei ihm. Mann aus Lausanne. Mann aus Zürich lässt den Kopf natürlich nicht hängen, aber ich glaube, es rattert ein bisschen. Weil jetzt, mittlerweile hat er 4 bis 5 unerzwungene Fehler gemacht, was er im ersten Satz nicht gemacht hat. Und beim Sascha sieht es ein bisschen anders aus. Er macht weniger Fehler, weniger unerzwungene Fehler. Wieder gute Länge hinger, aber ei, schade. Er hat es mit dem Stoppball probiert, siehst du die Taktik, wird er weiterziehen. Wie gesagt, er will die Spieldiktat wirklich ein bisschen übernehmen. Es nervt ein bisschen, dass der Daniel Valente immer so schnell in die Bau reinkommt und darum probiert er mit Qualität 3-Turns zu spielen, was eigentlich gut klappt momentan. Aber das, was er weitergeht, das muss sich noch bessern, sonst wird es hier nicht mehr 1-4 Rückstand. Oi, oi, oi. Er verzieht. Ja. 15:30. Irgendetwas liegt in der Luft. Schwarze Wolken eben. Ich sehe sie neben uns. Die machen mir wirklich Sorgen, aber ich gehe davon aus, sie ziehen an uns vorbei und es kommt nicht korrekt. Schwarze Wolken über dem Spiel. Und auch der Service ist draussen. Er spürt langsam ein bisschen mehr Druck aufkommen. Es gibt einen von diesen langen Ballwechseln, den er sich nicht gewünscht hätte, Daniel Valente. Schöner Stoppball. Ein sensationeller Ballwechsel. Punkt vom Spiel vielleicht sogar.
kritischen Blick nach der Linie, aber er muss akzeptieren, dass der wirklich dran war. 30 Bytes. Das Game wäre natürlich extrem wichtig, für nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Es braucht manchmal ganz, ganz wenig, um ein Spiel wieder zu ändern. Ich würde jetzt behaupten, Daniel rattert jetzt ein bisschen. Er hat jetzt ein bisschen mehr Fehler gemacht als im ersten Satz. Wenn man die Körpersprache anschaut, ist der Sascha plötzlich wieder voll dabei und erkennt, dass er eine Chance hat. Das ist jetzt ein Zeichen. Und jetzt du redest von guter Körpersprache und nachher verziehst du so weit hinter. Also ich muss überlegen, ob ich den Termin bei dir morgen schon buche als Sportpsychologin oder ob ich vielleicht doch zu jemandem anderem gehen sollte. Weil also das ist jetzt doch überraschend eine Fehlinterpretation gewesen. Sehr schön gespielt. Backhand Longline setzt noch wieder auf die Linie. 5-1. Praktisch am gleichen Ort wie geht ein Ballwechsel vorher. Das ist nichts zu machen. Das ist stark gespielt. 5-1 für Daniel. Ich glaube, das Mentaltraining hat gleich geholfen. Oder Jonas Sebischer auf dem Schiedsrichterstuhl schaut begeistert oben runter. Bei diesem Match, er, der ja schon so viele Matches gesehen hat die Woche und schon so viele Einsätze hatte. Wahnsinn, seine Leistung auch. Und das N2-würdig, ne? Definitiv, N2-würdig. Er setzt sich extrem ein für eine gute Organisation von diesem Turnier. Danke Jonas, ist es möglich, die Anlage zu brauchen, so ein gutes Turnier auf die Beine zu stellen. Herzlichen Dank an Jonas an dieser Stelle. Es fehlen noch 4 Punkte an Daniel für den Sieg. Sascha wird nochmal alles geben, dass er sich zurückkämpfen kann. Oh, das ist bitter. Rahmenball. Es ist schon alles irgendwie gegen ihn, hat man das Gefühl. Netzroller meistens auf der anderen Seite. Rahmenbell. Linienbell. Ja. Oder das Keibenblöckchen nervt man sicher jedes Mal, wenn er aufsteht, wo der Daniel etwas reinschreibt. Ich glaube es nicht. Das ist sein Motivator. Aber er ist alt. 15 Beit. Noch ist alles möglich. Muss ich leider aus eigener Erfahrung eben sagen, dass der Match wirklich bis zum letzten Punkt muss fertig gespielt sein. Es fängt natürlich jetzt so an, es dunkel werden. Es ist schwierig für die Augen, den Ball richtig zu sehen, das Tempo richtig erkennen. Zum Glück geht es beiden genau gleich. Du kannst dir wie nichts leisten. Einfach mal einen Ball zurückspielen, das geht nicht gegen Daniel Valente. Das haben wir hier einfach müssen feststellen bei diesem Match. Alle Gegner, die er gegen ihn werden kommen, was ich davon ausgehe, müssen sich das wirklich zu Herzen nehmen. Die Ball müssen mit Qualität weit zurück an die Grundlinie. Sonst wird es keine schwierig. Sonst wird es gefährlich, genau. 15:30, es fehlen 2 Punkte für den Sieg. Und es kann ja sein, dass sein Zwillingsbütsch plötzlich auch noch gegen Daniel Valente kommt. Der Zwillingsbütsch von Sascha. Sehr schönes Ried. Richtiger Ball, aber auch der wird abgeschlossen. Wir kommen zu dem Matchbau 40-15. Daniel Valente, Murten Open 2022. Erst Halbfinalist, ist es der Daniel Valente? Sieht ganz fest danach aus in diesem Moment. Ich komme wieder auf deinen Spruch zurück. Der Match ist erst fertig, wenn er wirklich fertig ist. Sascha vorher immer wird noch gespielt. Vorher wird noch gespielt. Und wir sind noch zum mitten im Match. Es kann noch lange dauern, noch eine Stunde, zwei oder auch nur noch 4 Sekunden. 3, 2, 1. Er ist noch drin. Immer noch. Slice. Cross-Angriff. Immer noch. Der Ball im Spiel, er fightet und in dem Moment muss man sagen, Daniel Valente gewinnt den Match hier am Murten Open 2022. Unser zweitbestklassierter Spieler.
der Favorit. Hat sich klar dadurch das Resultat täuscht, meiner Meinung nach. Der Daniel hat zwar eben immer die entscheidenden Punkte gemacht, sie hatten super Ballwechsel gehabt. Es ist frustrierend für Sascha, den Match so hoch zu verlieren. Er war dran, gewesen, er hatte seine Chancen gehabt, er hat aber seine Chancen nicht gut können nutzen. Er hat den Daniel im zweiten Satz ein bisschen unter Druck setzen. Im ersten Satz muss ich sagen, ist das praktisch nicht möglich gewesen mit der Leistung, die Daniel uns gezeigt hat. Ganz genau. Und wie geht es weiter hier im Turnier? Heute Abend ist jetzt vor allem ein bisschen windig und eher ein bisschen Party angesagt. Der DJ Romelu wird bald auflegen. Und hier auf dem Clubareal wird es vielleicht eine Party wahrscheinlich geben, wie man unsere jungen Spieler kennt vom TC Murten. Wie geht es weiter beim Murten Open auf dem Tennisplatz? Morgen Halbfinalspiel am Nachmittag und das Finalspiel dann gegen Abend, frühen Abend. Wir werden wieder live dabei sein. Bandsport überträgt beide Final, Frauen- und Herrenfinal. Und ich glaube, ich sage jetzt das einfach so, dass der Daniel Valente ganz, ganz grosse Chancen hat, dort mit dabei zu sein. Genau, von dem gehen wir aus. Wir sind Team Zürich. Besser gesagt, ich bin Team Zürich. Du musst das andere Team sein. Ich bin Murten. Ich bin Murten. Haben wir jemanden drin von Murten? Leider niemand vom Murten dabei. Der Theo ist nicht mehr drin. Der Theo oder so. Der Noah ist noch drin. Oder der Noah Turnherr? Nein, nicht in diesem Tableau. Ah ja, das ist ja das andere Tableau. Nicht in diesem Tableau. Nein. Super Match gewesen. Wir haben hier eine starke Leistung gesehen. Und wir freuen uns morgen, dass es weitergeht. Der Daniel ist sich gerade bedanken, abklatschen. Genau, dass wir so parteiisch waren für ihn, der ganze Match durch. Und wir haben natürlich Spass hier gehabt, auch das Spiel zu übertragen. Ich hoffe, wir haben auch ein bisschen Freude in die Schuhstube, in die Stubenstube zu euch eingebracht. Und wir wünschen euch ganz, ganz einen guten Abend. Bis morgen, oder? Genau, hier bis auf morgen. Dem Platz oder wieder bei Bandsport eingeschaltet zum Final genau. Vom Murten Open 22. Nochmal, wenn ihr dabei sein wollt, kommt hierher auf den Platz zu Murten, auf der schönen Anlage. Wir sind hier, wir geben euch gutes Trinken, gute Unterhaltung, gutes Essen. Und freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Alles klar. Adios, amigos. Adios, amigos. Schönen Abend euch. Früh aufstehen. Nochmal umdrehen. Zur Arbeitssprinter, Automaten, Ginga, Kita-Abholer und Haushaltmacher. In einen vollen Tag passt keine komplizierte Bank. Lilasets, die praktischen Kontolösungen für Sie. Valiant, wir sind einfach Bank.